Ja, servus liebe Nerdzer Zuschauer und natürlich wie immer ganz besonders die geschätzten Nerdzer Zuschauerinnen. Heute wird's wieder richtig geil, denn wir haben ganz besonders starke Themen und Gäste vor allen Dingen. Zuerst möchten wir über Call of Duty sprechen und da bitten wir den Marcel Scorpion und den Visca Barca nach vorne, das machen wir aber gleich. Danach wollen wir über Crytek Warface sprechen. Als nächstes? Außerdem wird's blutig heute mit Dead Island Epidemic und der gute Steffen redet über Batman Arkham Origins. Genau, und dann wird's rasant, dann ist nämlich der Let's Play Noob 05 zu Gast mit dem P1 Gaming. Die beiden sind ja in einem Rennspiel-Genre zu Hause, kann man so sagen. Und die sind heute auch zu Gast und wollen über den Rennspieltrend mit uns sprechen. Außerdem haben wir dann noch ein Fazit über den zweiten Gamescom-Tag und danach den Steffen, der war unterwegs und hat ein bisschen Unfug gemacht. Aber als allererstes bitten wir jetzt hier unsere beiden Gäste, nämlich den Marcel Scorpion nach vorne und den Visca Barca. Dann rücken wir mal ein bisschen, damit er auch Platz findet, ne? Hier an unserer Seite. Wie geht's denn? Also mir geht's hier sehr gut, hier am zweiten Gamescom-Tag auf jeden Fall und hier. Ja, mir geht's eigentlich auch sehr gut, ich kann auch nur alles bestätigen. Macht auf jeden Fall Spaß auf der Gamescom und so weiter und ja. Ist das eure erste Gamescom? Kann man mal so fragen? Also wir beide sind das allererste Mal da und ja, bis jetzt hat uns alles eigentlich sehr gut gefallen. Wenn ihr nicht gerade auf der Gamescom seid, dann seid ihr im Playtimes-Netzwerk aktiv und macht nämlich Videos. Und Videos worüber? Ja, eigentlich nur über Call of Duty, kann man so sagen. Tja, jetzt werden die einigen, der ein oder andere Zuschauer wird es wahrscheinlich ein bisschen raunen, weil Call of Duty ist ja von den einen geliebt, von den anderen verschrien als Kiddie-Spiel, als Spiel, wo man auf Teamspiel quasi scheißen kann. Wie seht ihr das denn? Ja, ich muss sagen, das war die letzten Jahre wirklich so. Also da ging es eigentlich wirklich nur ums Solo-Spiel, da ging es nur darum, gute Gameplays zu erspielen. Das heißt also, gute Runden abzuliefern, die man auch so hochladen konnte, dann nachkommentiert hat. Aber seit dem neuesten Ableger, also Call of Duty Black Ops 2, würde ich sagen, ist das Ligaspiel wieder so ein bisschen in den Vordergrund geraten. Und jetzt gibt es so 4-gegen-4 Team und ich denke mal, das ist so recht gut im Kommen auch im Moment. Okay. Ja. Ihr seid beide aktiv, du sollst auch nicht schlecht sein, habe ich mir sagen lassen. Bist du eher der Einzelspieler oder spielst du lieber im Team? Also ich spiele eigentlich alles sehr, sehr gerne, solo, auch im Team und so weiter. Ich denke jetzt mit dem Marcel ist es eher so ein Spieler, der spielt eigentlich nur im Team. Und ja, sag doch mal du deine Meinung dazu. Also es ist halt so, dass man im Team, würde ich sagen, für YouTube einfach bessere Ergebnisse erzielen kann. Also das heißt, bessere Gameplays erspielen kann, weil man halt sozusagen Hilfe hat, Unterstützung. Und das hilft natürlich ein bisschen, die Gegner zu zerstören, sag ich mal. ich denke mal, hier der Visca Barca, der ist halt so jemand, der kann halt auch solo ordentlich was reißen, weil er halt wirklich ein sehr, sehr guter Spieler ist. Okay. Und auch eine hohe Präzision mit der Waffe hat, sag ich mal. Das ist sehr wichtig nämlich. Und ich würde sagen, ja, ansonsten gute Gameplays stehen nach wie vor im Vordergrund einfach. Also auch vor dem Teamspiel, würde ich sagen. Und er trifft sogar auf der Konsole. Du spielst auf der PlayStation? Ist das richtig? Jo, genau. Wir spielen beide auf der PlayStation. Beide, also, okay. Also er hat auch die andere Konsole, also Xbox One, Xbox 360. One noch nicht. One noch nicht. Und ja, also wir spielen beide auf der PlayStation 3 zurzeit am meisten. Also das ist ja für mich unbegreiflich, wie man Shooter auf Konsole spielen kann. Da breche ich mir immer richtig einen ab. Warum nicht auf PC? Also ich muss sagen, ich habe so das PC-Spiel noch nie so wirklich ausgetestet. Das ist heute mal, oder heute und gestern, ein wenig auf der Gamescom haben wir so ein Spiel gespielt. Ich weiß nicht, wie hieß es? Recall. Recall, genau. Es hat eigentlich ganz Spaß gemacht. Also man muss sich ja natürlich jetzt so ein wenig an die Steuerung gewöhnen, so mit der Maus und so weiter umzugehen, mit der Tastatur. Aber ich könnte mir schon mal so vorstellen, vielleicht das mal ein bisschen mehr so auszuprobieren. Bei mir sieht das halt so aus, ich bin halt als Kind sozusagen als Consolero, wie man ja so schön sagt, aufgewachsen. Habe sozusagen schon, was weiß ich, mit 5 Jahren Dino Crisis oder so gespielt. Also auf der PlayStation dann auf auch. Der PlayStation 1, genau. Und ich würde sagen, deswegen, also dieses mit, ich denke mal, als PC-Spieler wird es dich wahrscheinlich stören, das mit den Sticks, da mit dem Daumen da irgendwie eine Präzision zu bekommen, aber da gewöhnt man sich an alles. Also ich denke mal, ich habe zum Beispiel neulich mit PC-Spielen angefangen, im Dezember habe ich im Black Ops 2 für den PC geholt und ich muss sagen, irgendwie ist es so, dass ich damit überhaupt nicht klarkomme, mit der Maus irgendwie zu treffen. Also das ist, glaube ich, eine reine Gewohnheitssache. Also wenn ich ziele mit dem Controller, dann mache ich einmal Dauerfeuer und ziehe von links nach rechts. Irgendeiner davon wird sein Ziel finden, hoffe ich dann immer. Shooter ist ja immer mehr im Kommen, natürlich schon seit vielen Jahren. Bei euch natürlich beliebt, ihr spielt Call of Duty. Habt ihr denn schon ein bisschen was zu Crytek's Warface gehört? Also ich kann dazu sagen, dass ein Call of Duty Kollege, also selbst habe ich es noch nicht gespielt, aber ein Call of Duty Kollege kam halt zu mir und meinte heute zu mir, dass es ihm wirklich viel Spaß gemacht hat auch und er sich auch sogar vorstellen konnte, das mal auf seinen Kanal hochzuladen, obwohl er bis hierhin wirklich auch nur Call of Duty hochgeladen hat. Also gespielt haben wir beide noch nicht, aber ich denke mal, es sah auch so im Trailer und so, den habe ich gesehen, recht interessant aus. Dann seid ihr jetzt gleich bestimmt schlauer, denn der Markus, der war nämlich beim Crytek-Stand auf der Gamescom und hat sich die brandheißen Infos von dem kommenden Spiel Warface geholt von Crytek, dem Free-to-Play-Shooter, und da schaut doch jetzt mal rein.
Servus Leute, wir stehen jetzt hier vor dem Stand von Crytek. Berühmt geworden sind sie ja mit ihrer CryEngine und den Crysis-Titeln. Jetzt wollen sie allerdings auf Free-to-Play umsteigen. Und wie das funktioniert, wie das läuft, sehen wir uns heute mit dem Spiel Warface an. So, wir stehen jetzt hier mit Linda von der Computerbild Spiele und bevor wir uns gleich Warface anschauen, wollen wir schon mal hören, was sie denn bereits dazu zu sagen hat. Ja, ich habe es gerade gespielt, ungefähr 20 Minuten lang im Anfänger-Koop-Modus, weil ich eigentlich gar kein Shooter-Experte bin. Aber ich muss sagen, dafür ist ja Free-to-Play im Browser und hat mir sehr gut gefallen. Gut, was hältst du allgemein vom Free-to-Play-Trend? Das ist ja ganz groß im Moment. Also egal, wo ich hier hingegangen bin in den letzten zwei Tagen, war überall, fast überall, wir sind jetzt Free-to-Play. Ich habe hier eben auch nochmal gefragt, wie ist das? Ist es Free-to-Win oder ist es Win-to-Pay? Ich finde es generell gut, bin aber der Meinung, dass hochwertige Spiele, die wirklich was können und die echt viel Arbeit, wo echt viel Arbeit drinsteckt, die dürfen auch was kosten. Also meine Meinung. Und ich weiß nicht, ich bin nicht der Spieler, der gerne Geld ausgibt und ich finde es manchmal so ein bisschen erzwungen und ja, hoffe, dass wir auch nochmal wieder einen rückläufigen Trend haben. Für gute Spiele kann ich auch schon per se Geld ausgeben, da muss ich mir nicht irgendwelche Items zusammenkaufen. Pay to win ist halt einfach doof. Na gut, das klingt trotzdem sehr überzeugend, sehr vielversprechend und ich würde sagen, wir schauen uns das gleich mal selber an. So with Warface, we have at this point what we see is a sort of a very high level setting. And it's a story that will be developing over time. The setting being, imagine a world just a few years from now where things have not gone so well, where a large private army has been built and has started to take over various parts of the world. They've stepped in and they've started stealing natural resources. They've started stealing other goods. And that the countries involved aren't strong enough to fight against them. So you play as Warface. It's a not very well funded, smaller force that doesn't even have necessarily all the best stuff who's trying to fight for the side of justice. So it's not necessarily for one country because this is happening all over the world. So people in the Warface organization come together and try to interdict, try to counter Blackwood in these various places. Crytek isn't going to do free to play unless we can really do it the Crytek way. And with Warface, we think we're bringing Crytek quality. Graphics and gameplay into the world of free-to-play. We're really excited about that. So in the beta, you could already play in co-op. Will there be a competitive multiplayer mode? Yes, so Warface features two main modes, a versus mode, which is a classic PvP experience, a number of different styles, a number of different map types, a number of different modes, but also our co-op mode, something we think is very exciting, something which really helps the game stand out and bring new players in as well. And what we find is, no matter how you come into the game, you end up realizing that both experiences can be really cool, and players tend to play a little bit of each. Will we have to fear pay to win? I don't think so. We think we've come up with a really fair system, especially for what we're doing in the Europe, in the United States, and in Turkey. The system we have, we think, is very, very fair. In fact, the most exciting elements of the game are things that you can really only earn with skill. So sure, we're going to let some players who want spend money on convenience, on some vanity items, accelerators, guys like me who are short on time. I want to learn a little experience I can. But ultimately, you don't have to spend a dime to really enjoy Warface. And in fact, to really get the most premium items in the game, it just comes down to skill, and that's what matters most. That's the currency that's most important. Okay, another thing. How will Warface be connected to GFace? So with GFace, we think of GFace as sort of our social hub. So we deliver Warface through a number of great partners around the world, but as we're self-publishing it in the United States, Europe, and Turkey, we're going through GFace as our own system. So we just think of it, it's our publishing platform. GFace gives a number of advantages we think are exciting. One, you're taking the best advantages of what it is to play through a browser. So I get to come to a browser, I get to essentially install the game through the browser, and it's all easy and taken care of. I get to have a friends list, I get to chat, all of that's done in an easy browser environment. But then when I want to get into the game, it transitions seamlessly into a full screen experience that gives you all of the super high tech, Crytek high quality play. So it's the best of both worlds. It's enough of a social layer to really pull the players together, but also makes it really easy to get in the game, which is ultimately the most important part of the aspect. So Warface is the first of what we think of as a future for Crytek in doing more online free-to-play games.
It's an exciting business model. It's something the company first started planning to do several years ago and took our time to get the first game right, Warface. We're excited about the game's success, but part of what Warface is doing for Crytek is helping us learn and pave the way for what it would be to do more titles. So definitely in the future, expect to hear more from Crytek about more free-to-play online games. We're not talking about them this week, but you will hear about them in the future. Any favorite genres already? No. I think there's several really exciting games in the works, and it wouldn't be appropriate to share anything that we're not ready to share yet. So let Crytek do what Crytek does, which is build great games. And as we're ready to start sharing them and showing them to people, be sure that we will. Today we're talking about Warface. We've got some other great stuff in the works, but nothing we're ready to announce yet. Alles klar, also neben Warface werdet ihr noch viel, viel weiteren Free-to-Play-Stuff von Crytek erwarten können. Und wie das dann wird, werden wir sehen. In dem Sinne freuen wir uns drauf. Vielen Dank. Thank you very much. Ja, da sind wir zurück, liebe Freunde, zu dem Gamescom Special Nummer 2. Ja. Und nun geht es wirklich, wirklich blutig zur Sache, denn mit Dead Island Epidemic gibt es jetzt ein neues MOBA-Spiel auf dem Markt, neben LOL, Hon und was weiß ich nicht alles. Da haben wir den guten Ambro hier bei uns. Hallo, und Ambro. Der hat das angespielt. Geht's? Freut mich hier zu sein. Ja, mich auch. Ne? Ja, der hat das angespielt und da reden wir jetzt ein bisschen drüber. Sag mal, was hast du so da alles gesehen? Was ich gesehen habe, ich bin erstmal davon ausgegangen, dass es wirklich mehr oder weniger ein Zombie-Klon ist zu LOL oder Dota 2. War dann aber wirklich positiv überrascht, weil die es wirklich geschafft haben, das Ganze noch dynamischer zu gestalten, abwechslungsreicher und um ein paar Features erweitert haben. Also es ist ja nicht nur so, dass halt du nur zwei Teams hast, zwei Seiten, die sich dann bekriegen und es geht halt vor, zurück, sondern du hast drei Teams, die sich auf einer Map dann bekriegen und im Zweifelsfall verbünden sich dann zwei gegen den einen und haben dann später sich noch als Feind oder man muss sich zusammentun, um mehrere Bosse auf der Map dann zu besiegen. Das Ganze spielt sich sehr dynamisch und ist deutlich spannender als LOL, muss ich sagen. Vor allem, das wurde ja ganz witzig betitelt mit PvP, VPVE. Richtig. Das fand ich witzig. Da musste ich ja mal drei, drei Spielerfraktionen gegen noch die KI. PvPvE. PvPvE. Auf so. Englisch ist es auch, sag das dreimal schnell hintereinander. Das, ey. Nein. Ey. Heute nicht. Okay. Ey, das geht nicht. Gut, was gibt's denn sonst noch so für Fakten zu Dead Island Epidemic? Ja, ist an sich wirklich, also ich bin ohne große Erwartung eigentlich da rangegangen. Ja, wie er auch schon gesagt hat, der gute Ambro, es ist halt so, man geht davon aus, MOBA, man hört MOBA und denkt, ja, geil, irgendwie LOL verschwitzt. LOL 2.0, LOL mit Zombies. Es gab jetzt Infinite Crisis, was jetzt neu rauskommt mit DC, mit Marvel, ich weiß es gar nicht, mit Superhelden auf jeden Fall. Ja. Eine Herr-der-Ringe-Version gibt es auch noch. Eine Herr-der-Ringe-Version, Schlacht der Mittelerde, aber das ist halt Xbox bzw. Konsole. Das hat nur seine Daseinsberechtigung, muss man sagen. Hon und ja, verschiedene andere Sachen. Ja, Dead Island Epidemic, nicht Riptide, hat dann seine Eigenheiten. Also das ist schon was ganz anderes. Er hat es also auch gesagt, dass es halt nicht ein Spiel oder ein Klon von LOL sein soll und einfach anderer Titel draufgeklebt. Das ist ein wirklich eigenständiges Spiel. Man hat drei Teams. Man hat momentan Warzone, nenne ich es jetzt immer mal. Das ist Capture the Flag quasi für die Nicht-WoW-Spieler damals. Man muss halt Flaggen erobern quasi und dann geht das nach Punkten. Wer halt die Punkte besetzt und so, kriegt Punkte. Ist das so wie in Battlefield, dass quasi der Counter dann runterzählt und wenn er auf 0 ist, hat man verloren? Oder gibt es eine Basis, die man erobern muss? Der Counter zählt hoch. Es sind halt, ja, man kann es Basen nennen, ne? Schon. Ja, du hast auf jeden Fall Basen, wo du dann auch deine eingesammelten Supplies ablegen musst. Ja, nee, die Flaggen. Meinte ich eher. Das kann man auch als Territorium irgendwie. Das ja, ist halt so King of the Hill, Capture the Flag mäßig. Ja. Wer die meisten Flaggen hält, der kriegt mehr Punkte, mehr Supply. Und ja, es sind ganz lustige Sachen mit dabei im Grunde. Man hat irgendwie fünf Klassen, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe die so eine Nahkampfklasse gespielt, die recht cool war. Die konnte halt so springen, ganz normale Nahkampfattacken machen. Die hätte ich auch gewählt. Und ja, das fand ich am besten. Ja, schnelle Attacken war ganz cool.
Dann gibt es halt verschiedene Sachen. Das Crafting-System ist leider noch nicht drin. Hat er erzählt, das sind über hunderttausende Waffen. Kennt man ja auch aus den anderen Dead Island-Teilen. Da war Crafting auch immer ein großer Teil. Das war es, das muss man sagen. Wir haben so ein Ding zwischen Alpha und Beta gespielt. Also jetzt noch nicht das, irgendwie ein Fertiges. Das ist eine ganz frühe Sneak-Preview gewesen. Ja. Das Ding wurde ja irgendwie vor ein, zwei Wochen erst angekündigt, überhaupt, dass es in Entwicklung ist. Durfte bis jetzt ja auch noch nicht gefilmt werden. Genau, leider. Also durften wir leider nicht filmen. Und es war an sich eine. Das war die erste Version, das war der erste Mode und mehr geht da momentan nicht. Also mehr haben die Entwickler auch nicht gesehen, so ungefähr. Ja. Momentan. Obwohl es vielversprechend ist. Sehr vielversprechend, ja. Ja, man kann im Grunde sagen, es ist echt ein cooles Ding. Also. Vor allem ein cooles Setting. Ich meine, wenn man einmal Dead Island gespielt hat oder sowas, dann weiß man ja, es gibt so ein paar Zombies, die da immer wieder auftauchen und die sind natürlich auch in diesem MOBA vorhanden, ja. Die dann diese klassischen Gegner treten auch halt so wirklich auf. Und im Gegensatz zu Lollo hast du halt nicht nur die Standard-Minions, die alle gleich sind und dann mal zwischendurch im Gebüsch oder so ein Boss, sondern du hast auch bei den normalen Zombies unterschiedliche Typen mit speziellen Fähigkeiten, ähnlich wie Left 4 Dead oder halt den bisherigen Dead Island-Teilen. Ja. So, ich würde sagen, wir kommen von den Untoten jetzt ins DC-Universum. Der Steffen war nämlich am Stand von Batman Arkham Origins. Der hat sich das angeschaut und was er darüber erzählen kann, das seht ihr jetzt. So, liebe Leute, ich war gerade bei Warner Brothers Games und habe mir die Präsentation zu Mad Max und zu Batman Arkham Origins angeguckt. Genau, richtig. Genau, Mad Max. Mad Max ist ja jetzt zum neuen Film angelehnt, kommt ein Videospiel raus, es ist ein Open-World-Szenario. Die Story ist, wir sind Mad Max, ja, was auch sonst, ne? Wir sind quasi halbtot zurückgelassen, sie haben uns unseren Interceptor weggenommen, diese Wichser, ja? Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Und wir müssen uns jetzt durch die Welt schlagen. Unsere Aufgabe ist quasi, ein neues Auto zu bauen. Und wir können dafür halt diverse Sachen zur Beschaffung nehmen. Es gibt sau viele Autos überall. Es gibt ein ausgeprägtes Schadensmodell. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir das nicht zu Bruch fahren. Und es wurde halt eine Szene gezeigt als das Gameplay. Da besorgen wir gerade ein Auto, das heißt The 12, weil das halt so ein riesen 12-Zylinder ist, ne? Und die müssen wir halt aus dem feindlichen Camp holen. Dabei ist es wichtig, erstmal das Gebiet zu erkunden, weil es ist halt quasi dort eine Bande angesiedelt, ne, die das natürlich auch alles gut verteidigen. Wir können dann erstmal mit unserer Sniper-Rifle gucken, ne, was da los, auch die gegnerischen Sniper ausschalten und dann mit unserem Auto in den Nahkampf gehen. Also man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten und auch verschiedene Herausforderungen. Genau, zum Beispiel ein Gegner wird ausgeschaltet mit der Sniper, den nächsten, der steht auf dem Turm, den können wir von unten nicht treffen. Deswegen haben wir eine Harpune, damit schießen wir auf den Turm und reißen das ganze Ding mit unserem Auto nieder. Also man hat viele Möglichkeiten, danach halt, man kann aus dem Auto raus und dann in den Nahkampf gehen. Entweder schaltet man die Gegner per Faustprügel aus oder halt auch, ne, wie Batman mit Stealth-Attacken von hinten. Also man hat wirklich sau viele Möglichkeiten. Man hat tausend Möglichkeiten, es ist halt dadurch sau abwechslungsreich. Die Grafik fiel mir auch wirklich sehr, sehr gut. Es wurde auf der PlayStation 4 hier vorgeführt. Ja, was gibt's noch? Genau, die Autos sind modifizierbar. Das heißt, wir haben quasi ein kleines Need for Speed im Wasteland. Ne? Also wir können uns andere Karosserien drauf machen, dann halt auch wieder den Interceptor. Wir können uns auswählen, ob das Auto verrostet aussieht oder mit Sand bedeckt. Also keine bunten Lackierereien, halt alles im Wasteland-Stil. Und wir können natürlich riesige Rammböcke für unsere Autos bauen, dass wir die anderen nur so durch die Gegend smashen. Das ist, also, ne, ich mag sowas, ja. Ich bin ja auch großer Need for Speed-Fan, immer zu Marcy's Leiden. Mir gefällt das ganz gut. Soweit zu Mad Max. Kommt 2014, genauer Termin noch nicht bekannt. Aber es ist auf jeden Fall super. Man hat halt viele Car-Combats, wurde es hier genannt. Also Kämpfe mit dem Auto oder aus dem Auto heraus. Mit unserer, natürlich mit der Shotgun, mit der Mad Max immer unterwegs ist. Und die große Open World, die wunderschön aussieht. Man darf gespannt sein. Kommen wir zu Batman Arkham Origins. Von mir lang erwarteter Titel. Wir haben ja ein neues Entwicklerstudio, aber was ich so gesehen habe, haben die das ganz gut gemacht. Es ist vieles beim Alten geblieben. Also wir haben quasi alle Gadgets, die es vorher schon gab, wieder zur Verfügung. Und dazu kommt, dass wir zum Beispiel, wurde gezeigt, Shotgloves haben. Das heißt, wir haben so schöne Handschuhe, die mit Energie aufgeladen werden, womit wir den Gegner so Blitzstöße verpassen können. Also uns wurde halt eine Szene aus dem Spiel gezeigt, wo wir auf einer Gotham Bridge sind, die verbindet die beiden Teile der Open World. Und es ist halt ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt worden, ja. Ist eine fiese Sache und jetzt sind total viele Assassinen hinter uns her, also Assassins auf Englisch, auf Deutsch, ich sag mal Meuchelmörder, ne. Und wir kämpfen da halt gerade mit Firefly, der die ganze Brücke mit Bomben versehen hat. Wir müssen dann diese Bomben entschärfen, machen wir wie immer mit dem Sequencer. Aber diesmal geht das Ganze auf Zeit. Das heißt nicht, man kann da
Mal gucken, wie ich den Sequencer jetzt einstellen muss. Nee, das Ganze geht mit ein bisschen mehr Druck voran. Also finde ich eigentlich ganz gut. Es sieht ähnlich aus wie der Vorgänger. Also so vom Stil her wurde es relativ gut beibehalten. Ja, viel mehr wurde eigentlich auch noch nicht gezeigt. Doch, wir haben noch ein Gadget. Damit können wir Seile an der Decke spannen. Das ist dann halt so, wir schießen Seilo. Seite wird über den ganzen Raum gespannt und wir können dann darüber hin und her hangeln. Oh, Entschuldigung, ich wollte das Mikro jetzt nicht durch die Gegend. Man hat Kletterpassagen, alles möglich wie vorher. Ja, warte, ich kann meine eigene Schrift gerade nicht lesen. Nicht? So ist das. Und es kommt ein DLC. Im DLC kann man Deathstroke spielen. Das ist quasi so ein kleines Minigame dazu, wie ich es jetzt empfunden habe. Da ist es halt einer gegen 100, also man wird einfach in eine Kampfarena geschmissen als Deathstroke und oben hat man einen Counter, man muss 100 Leute killen, bevor man getötet wird. Soweit ich das jetzt zumindest interpretiert habe. War auf jeden Fall interessant und wir können auf jeden Fall uns freuen auf Batman und Mad Max. Ja, ganz schön rasant. Die Sendung ist schon fast vorbei. Wir sind im letzten Kapitel quasi angelangt und rasant passt auch ganz gut, denn jetzt geht es um Rennspiele. Und aus diesem Grund haben wir zwei Gäste eingeladen, nämlich den Let's Play Noob 05 und den P1 Gaming, die ich jetzt einmal mit einem tobenden Applaus auf die Bühne bitte, quasi. Mann, das geht doch ganz gut. Zu dritt? Ja. Ach so, ja, guck mal, ich bin einfach chronisch unvorbereitet. Das, ja, macht nichts. Bitte verzeiht es mir. Ich habe den Kollegen mitgebracht, den Matthias, der mir bei den Project Cars Videos immer zur Seite steht. Ach ja. So. Genau, ich bin der Michel von P1TV. Hallo Michel. Auch unter dem Synonym Swart hier bekannt, aber Michel ist auch okay. Ne? Und der Lukas, Let's Play 05 ist auch dabei. Wir sind die Rennspiele-Profis sozusagen. Ja, dann erzählt doch mal, was ihr so überhaupt macht. Du hast gesagt, ihr beide teilt euch quasi das Projekt und euer Hauptaugenmerk liegt woran, wobei? Ja, im Prinzip Rennspiele, alles was vier Räder hat, hauptsächlich der Bereich Simracing. Noch ein relativ kleiner Bereich in Deutschland, der aber wächst und wächst und wächst. Also wir haben unter uns eine Seite, die heißt p1-gaming.de. Mhm. Da ist R-Faktor am Start, Simracing. Also richtig eine Liga, wo wir dann mit 20, 25 Fahrern immer uns am Wochenende treffen und da richtig Action machen, richtig rumfahren. Ja, cool. Lukas fährt auch bei uns mit. Ah ja. Und ja, da geht es wie gesagt um R-Faktor, dort fahren wir eine Meisterschaft. Fährt er denn gut, oder? Ja, ich sag jetzt mal ja. Ach, so ein Mist, ne? Nee, er ist schon ganz gut dabei. Und der Matthias, der unterstützt mich vor allem bei den Update-Checks zu Project Cars. Wir haben auch bei uns auf dem Kanal einen Podcast am Start, wo wir so unregelmäßig, sag ich mal, jeden Monat ein bisschen über Rennspiele reden. Nennt sich P1-Cast und bis jetzt haben wir schon 4 von diesen Podcasts aufgenommen und es wird ganz gut angenommen. Und wie gesagt, das ist der Part von Matthias. Hauptsächlich Kanal betreibe ich, P1TV. Ne? Also okay. Wenn man da bei YouTube nachsucht, dann findet man das. Ja, Lukas, du zu deinem Kanal nochmal? Ja, ich betreibe ja den YouTube-Kanal Let's Play 05 und ich mache ähnlich wie die beiden Rennspiele, aber ich gehe ja auch auf Action-Rennspiele rein, also Need for Speed oder sonstigen, schaue ich mir auch gerne mal an. Ich gucke mir halt das komplette Genre durch und mache halt Let's Plays dazu einmal oder eben solche Gameplays, wo ich eben noch eine Kamera einbilde, weil ich da eben noch einen extra Rennsitz dafür habe. Ja, großes Setup dafür. Und darauf richte ich mir ungefähr auch aus. Rennspiele haben mich ja noch nie so richtig gepackt. Das einzige Rennspiel, was ich quasi beherrsche, das ist Mario Kart. wenn man mit Muscheln rumschießen kann, dann bin ich dabei. Alles andere schreckt mich ein bisschen ab. Wie seid ihr zum Rennspiel überhaupt gekommen? Tolle Geschichte ist bei mir, ich bin durch meinen Vater da rangekommen, weil der ja auch totaler Autofanatiker ist und auch Rennspiele früher immer auf dem PC gezockt hat. Und dadurch bin ich halt da rangekommen, ist auch daneben mal zu zocken. Okay. Durch ihn so. Michael, möchtest du was dazu sagen? Also mir ging es wirklich relativ früh los. Also ich bin schon 1995 so in dem Dreh, da war ich 6, 7 Jahre alt. In der Grundschule hatte ein Kumpel dann Windows 95 Rechner schon. Mit diesem Grand Prix 2 war das damals. Da ging es eigentlich so los mit Rennspielen. Ich habe dann auch auf meiner alten DOS-Kiste, Windows 3.1, habe ich da auch schon viele Rennspiele gespielt, diese ganz alten Schinken. Und seitdem eigentlich immer wieder. Es ging dann über Need for Speed und irgendwann ging es auch los, dass ich gesagt habe, ich tue ich mir ein Lenkrad. Das war dann zu F1 2010 damals, als dann Codemasters wieder mal auf dem PC ein Rennspiel rausgebracht hat. Da ging es dann direkt los mit Lenkrad irgendwann und Dirt 2 war ja sowieso der Kracher. Auch Dirt 1, ich als großer Rallye-Fan, bin dann direkt eingestiegen und seitdem lassen mich die Rennspiele nicht mehr los und dann ging es irgendwann mehr in die Simulation rein. Man möchte auch ein bisschen realistischen Motorsport haben, auch okay. Sich ein bisschen mit fair fahrenden Kollegen dann duellieren, was ja bei den Online-Playlists von Codemasters-Spielen meistens nicht so der Fall ist. Und dann ging es ein bisschen zum Simracing und ja, das macht nach wie vor Spaß. Es entwickelt sich sehr gut, die Branche, die Spiele und wir sind da ganz gut dabei. Matthias?
Ja, bei dir so die Fahrt zum Einkaufen oder auch im Videospielbereich. Um Gottes Willen, also nur weil ich jetzt der Älteste aus der Gruppe bin, muss man das jetzt nicht so wirklich sagen. Nein, also bei mir fing es auch genauso bei Spart hier auch recht früh damit an. Klar, man ist natürlich aufgewachsen mit der Formel 1, mit Michael Schumacher, das war so damals die Zeit, wo er seine Karriere richtig befeuert hat, möchte man ja sagen. Und ja, also bei mir fing es so an, richtig auf der PlayStation 1, wo sie damals rauskam. Mein erstes Spiel war da gewesen Toga Touring Car und kurz darauf natürlich Gran Turismo. Waren damals zwei richtig heiße Titel auf der Konsole gewesen. Und ja, also ich habe damals auch schon so dieses Fable gemerkt, dass ich immer mehr in so eher in diese Richtung Realismus reingehe, ja, als so dieses Action-lastige. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass wir sehr oft Dirt und sowas spielen, Dirt 3, so Rallycross-Rennen gegeneinander ab und zu. Und das macht schon richtig viel Spaß zusammen. Und ja, also wir sind jetzt alle zusammen bei R-Factor unterwegs mit der Liga, was der Swart ja schon angeschnitten hat. Und ja, mal sehen, wie das Ganze jetzt läuft und wie sich unser Kanal natürlich entwickelt, wie das bei den Fans ankommt. Bisher sind ja die Kommentare und auch die Resonanz recht positiv, was das angeht. Und ja, sind wir mal gespannt, wie das im nächsten Jahr aussieht. Wenn auf jeden Fall so eine Plattform geboten wird, finde ich das immer super, wenn da auch Leute sehr viel Energie und Zeit reinstecken. Bietet ihr auch ganz alte Dinge an? Weil mir ist gerade eingefallen, wo wir von diesen ganz alten Spielen sprechen. Ich habe Midtown Madness damals gespielt von Microsoft. Das war cool, ne? Ja, also ich habe es mal, anfangs am Kanal ein bisschen versucht auch. Habe da so eine Art Let's Remember habe ich gemacht zu dem alten Colin McRae 2005. Ist auf jeden Fall bei uns zu finden. Also ich bin auch aktuell dabei, Colin McRae Dirt 2 noch ein Let's Play zu machen. Das ist ja nun auch schon immerhin von 2009 das Spiel. Also auch nicht mehr ganz frisch. Mhm. Also in dem Sinne Retro natürlich nicht, aber alte Rennspiele sind auf jeden Fall auch mal mit einem Programm. Auf jeden Fall. Ja, wo wir jetzt in Nostalgie geschwärmt haben, gibt es natürlich auch eine Trendbewegung. Wie empfindest du die denn? Ja, das ist eine gute Frage an sich. Rennspiele, ja, Gran Turismo 6, beziehungsweise Gran Turismo allgemein, ist ja immer so ein heißer Kandidat. Ich weiß nicht, wie bei euch das aussieht. Sagen wir so, Gran Turismo 6 ist für mich jetzt so weniger wichtig geworden, weil irgendwie, weil es halt jetzt für die PlayStation 3 noch rausbringen, obwohl jetzt halt die neue Konsole angekündigt wurde. Und das eigentlich in dem Fall ist für mich da jetzt aktuell das Forza 5 da für die Xbox One ein bisschen wichtiger geworden, beziehungsweise relevanter, weil Gran Turismo 6 halt noch auf so einer alten Engine, beziehungsweise eher alten Konsole läuft und es irgendwie nichts Neues bietet, meiner Meinung nach. Aber das sind auch für euch so die Konkurrenten quasi, Forza und Gran Turismo, das sind so eure Titel quasi. Und das 105. Need for Speed. Ja, wenn man so sagen. Nee, also was ich auch, wo ich mit Lukas wirklich zustimme, also gerade so Gran Turismo, es ist eigentlich letztendlich immer derselbe Brei. Also es ist, man merkt von jedem weiteren Titel immer so weiter, dass sie erscheinen, es gibt nicht wirklich eine großartige Neuerung. Also es ist immer das Gleiche, man fährt quasi anfangs die Lizenzen, damit man halt wirklich zu den Rennen zugelassen wird. Und ja, dann fangen so langsam die Rennen an und wo man wirklich richtige Gegner hat, möchte man ja fast so sagen. Wobei die KI recht schwach ist eigentlich bei diesen Spielen. Also da tobt sich das Ganze eigentlich eher im Online-Modus dann ab. Ist aber auch richtig so, meiner Meinung nach. Also ja, wenn Rennspiel, dann auch gegen menschliche Spieler. Absolut, ja. Weil vielleicht auf eurer Plattform, ne? Bietet sich ja an dann, ja, beispielsweise. Müssen wir mal schauen. Also ja, derzeit sind wir ja nur auf dem PC, was jetzt unsere Videos angeht. Aber mal schauen, das ist, was wir uns ja da einfallen lassen in der nächsten Zeit. Was passiert mit der Rennspielszene in den nächsten Jahren? Ja gut, also wir sind mal sehr gespannt. Also wir sind jetzt aktuell ja natürlich dran bei Project Cars und machen da ab und zu unsere Update-Checks. Jetzt kürzlich erst neulich wieder ein Video veröffentlicht, und uns ein bisschen Spaß gegeben haben. Wir haben uns mal so ein bisschen das Wettersystem und zum Beispiel mal angeguckt, was sehr beeindruckend ist bei dem Spiel. Und das, was natürlich allgemein die Grafik von Project Cars betrifft. So gut, sie haben noch ein bisschen nachzulegen bei der Fahrphysik selber, also wie sich die Fahrzeuge anfühlen. Es gibt den ein oder zwei Autos, die sind schon richtig gut. Gut, aber eine richtige Simulation wird es nie werden. Also für uns persönlich, wir merken das natürlich, wenn wir, dass es keine richtige Simulation wird. Ansonsten, ja, also R-Factor 2 sind wir aktuell ein bisschen enttäuscht, was allein die Technik angeht. Also es ist sehr ressourcenfressend, wenn man dieses Spiel spielt. Und das heißt, schwache Rechner kommen da schon gar nicht mehr mit. Das macht es relativ schwierig. Und für ein Spiel, was jetzt aktuell erst in der Beta-Phase ist, soweit ich weiß, ist es schon recht schwach, auch grafisch. Also Pre-Alpha, ja. Ne? Und also da gibt es Spiele, die sind da schon eindeutig weiter. Sie haben halt ihr Plus in der Physik der Fahrzeuge selber. Das war ja beim R-Factor 1 schon genauso gewesen.
Deswegen wird es ja nach wie vor von vielen noch in der Simulationswelt geliebt. Mhm. Ja. Also wie gesagt, wir sind mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also das A und O bei einer Rennsimulation, die auch von Ligen gefahren wird, ist ja im Prinzip, dass man Livestreams machen kann. Dass sozusagen ein Zuschauer auf dem Server ist, der auch wirklich Kamerapositionen umschalten kann. Und das bietet zurzeit wirklich nur die alte Riege, also R-Factor, Race 07 und so weiter. Deswegen ist es mit Project Cars, müssen wir mal gucken, inwieweit die das dann bieten können. Was ganz groß so die Hoffnung der Simracer im Moment ist, ist Assetto Corsa von Kuno Simulation aus Italien. Die haben bisher nur das Netcar Pro rausgebracht. Haben eine Menge Vorschusslorbeeren jetzt bekommen, weil dieses Assetto Corsa sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Sowohl von der Bewegung der Fahrzeuge kann man schon erahnen, dass die Physik richtig gut wird. Und sieht auch optisch wirklich sehr gut aus. Also es kommt nicht ganz an Project Cars ran, aber auf jeden Fall Next Gen, muss man auf jeden Fall sagen. Und das ist im Moment so die Hoffnung der Simracer Assetto Corsa. Aber wir wissen sehr wenig, sie haben es oft verschoben jetzt. Bisschen italienische Arbeitsweise, wer weiß. Naja, müssen wir gucken. Also Assetto Corsa ist ein ganz heißer Kandidat, wird von vielen hoffnungsvoll erwartet. Müssen wir einfach abwarten, würde ich sagen. Ja. Lukas, neben Mario Kart 8, was ist dein Highlight der Gamescom? Ja, rennspieltechnisch für mich natürlich wieder neuer Need for Speed Rivals. Ich bin übelster Need for Speed Fan. Also für mich ist ja das Highlight des Jahres, wo ich auch mal drauf warte. Durfte ich auch Gott sei Dank schon mal anspielen bei EA, das war's gut, und auch schon ein bisschen aufnehmen. Ja, das ist für mich auf jeden Fall das Highlight, beziehungsweise das Einzige, was ich jetzt groß an Rennspielen schon anspielen konnte, weil ich halt nicht mich so 3-4 Stunden in eine Schlange darstellen wollte, beziehungsweise. War ich so von der Messe? Ja gut, also wir haben jetzt die Messe leider noch nicht wirklich begutachten können. Na. Wir waren heute erst sehr spät da. Schade, schade. Eine Currywurst wurde hängen geblieben, oder wie? Das werden wir morgen alles nachholen. Also wir haben uns natürlich auf den Zettel geschrieben, ganz klar The Crew, dann Drive Club auf der PS4, wie das Ganze so rüberkommt. Bisher macht zumindest mal einen guten Eindruck. WRC4 haben wir uns heute schon mal angeschaut, ganz kurz. Ist bisher nicht so wirklich eine erfrischende Sache, im Gegensatz zum Vorgänger. Und ansonsten natürlich alle bekannten Titel wie Gran Turismo 6 werden wir uns trotzdem natürlich mal anschauen. Und Forza 5 natürlich auch. Also, wie gesagt, wir sind mal gespannt, wie sich das Ganze so auf uns widerspiegelt, was wir für einen Eindruck gewinnen können. Und dann werden wir das natürlich auf unserem Kanal das dann auch mal preisgeben, was wir für einen Eindruck hatten. Ja, also wie Matthias schon sagte, wir sind erst heute spät auf die Messe gekommen. Wir waren noch bei der World Rally Championship, die heute in Köln ihren zeremoniellen Start hatte. Also die Rallye-Weltmeisterschaft. Okay. Das war 16 Uhr auf in Köln. Wer das verpasst hat, schade, war wirklich richtig geil. Auch wenn jetzt Gamescom ist, aber man muss irgendwie abwägen als Motorsportfan. Ne? Gehe ich zu Gamescom als Gamer oder gehe ich als Motorsportfan zur Rallye? Ja. Deswegen sind wir auch am Wochenende in Trier dann bei der World Rally Championship. So. Ah, okay. Und das haben wir uns zuerst heute mal WRC4 angeguckt. Wir wussten, da werden nicht so viele Warteschlangen sein und sind dann ein bisschen da WRC4 gefahren. Und ja, ich muss auch sagen, als Rallye-Fan, es ist ein Update vom Vorgänger, mehr nicht. Also müssen wir mal gucken. Man kann es jetzt noch schwer beurteilen. Man weiß nicht, wie das Lenkrad dort eingestellt war. Aber müssen wir einfach gucken. Ansonsten finde ich auch The Crew ist richtig, richtig geil. Was ich jetzt so gesehen habe, so dieses mit Leuten loslegen, sich da in der Open World treffen, losfahren, über Stock und Stein heizen und jetzt geht alles weg. Jetzt kommt der Wind. Nee, also The Crew, finde ich, ist mein absolutes Rennspieler-Highlight auf der Messe, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt keine Simulation ist, aber das wird eine Menge Spaß machen, glaube ich. Ja. Das mit Sicherheit, ja. Okay, schön. Während Nico jetzt noch von seinem Highlight des zweiten Gamescom-Tags erzählt, bitte ich nochmal unsere Gäste von vorhin auf die Bühne und ihr dürft euch jetzt, jeder darf sich eine Kleinigkeit hier vorne aussuchen. Es kann sein, dass wir uns jetzt verzählt haben, weil wir jetzt mit zwei Leuten gerade gerechnet haben. Dann werden wir natürlich gleich nochmal in der Kiste kramen und für euch was suchen. Also wühlt einfach mal, sucht euch was aus und Nico, du hast ja schon angekündigt, könnte Dark Souls 2 vielleicht dein Highlight gewesen sein? Ja, ihr könnt euch jetzt was holen. Ja, das ist schon richtig. Am besten stellen wir die Kamera. Okay, machen wir die Kamera. Okay. Ja. Bitte schön. Ja. So schnell ist das Zeug bei uns weg, ja. Also. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, so schnell kann das Zeug weg sein, ja. Also ja. So ein bisschen Chaos muss sein, sonst ist es einfach nicht authentisch. Ja, so, dann erzähl doch nochmal flott. Ja, ich hab's ja gestern quasi schon angesprochen. Dark Souls 2 war heute morgen dran. 9 Uhr bis 12 Uhr und. Ja, es war doch, also ich hatte ja schon das Bedenken, irgendwie es wird zu einfach. Ja. Also das war irgendwie vorher, hat man das irgendwie vermutet. Es wurde ja immer leichter. Demon's Souls war schwerer als Dark Souls und dementsprechend hat man erahnt oder nicht gehofft, aber vermutet, dass Dark Souls 2 ähnlich leicht wird oder leichter. Mhm. Ist jetzt nicht so der Fall. Es war irgendwie ein bisschen schneller, das ganze Gameplay. Und es ist sau schwer. Die Gegner sind ein bisschen intelligenter geworden, habe ich das Gefühl gehabt. Die reagieren krasser auf die Moves und auf die Angriffe, auf die Spielart. Und ich bin sehr oft gestorben.
Okay. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich habe glaube ich so, ja, ich sag mal 30 bis 45 Minuten vielleicht gespielt, wenn es hochkommt. Ich weiß nicht, ich habe die Zeit vergessen. Und bin 10-mal gestorben. Geht eigentlich, also zu Hause sterbe ich nicht öfter, sage ich mal. Okay. Natürlich ein Dark Souls, ne? Ja, okay. Ja, das... ja, nee, Dark Souls 2, ja, ich bin mir nicht ganz schlüssig, ja. Das ist halt das Footage von der E3 gewesen. Sprich, an sich kennen wir das schon, aber heute kommt man es halt selbst anspielen. Dying Light habe ich gesehen. Ich dachte ja, Dying Light wäre so Dead Island von Warner Brothers, beziehungsweise Techland ist ja immer noch der Entwickler, macht jetzt Dying Light bei Warner Brothers als Publisher. Und ja, ich durfte heute in knapp 15 Minuten erfahren, dass Dying Light absolut nichts mehr mit Dead Island zu tun hat. Techland hat sich da von einer völlig anderen Seite gezeigt. Mhm. Es ist, um es jetzt mal so zu beschreiben, es ist ein Spiel im Dead Island Setting. Aufgehübschte Grafik, es sieht sehr, sehr gut aus. Und Gameplay ist im Prinzip Mirror's Edge, okay, kann man sagen. Ja? Also Mirror's Edge-Fans, die sich irgendwie mit Survival-Horror anfreunden können, die könnten da wahrscheinlich Spaß haben. Es ist halt so, du hast eine Masse an Zombies und wenn du die einen nach dem anderen umhacken möchtest, dann klappt das auf Dauer zumindest nicht. Es ist halt so der Plan, dass man wirklich Angst und wirklich Panik während des Spielens bekommt. Und das bekommt man. Ich hatte wirklich schweißnasse Hände, die waren kalt. Ja, das glaubst du gar nicht. Es war warm, also keine Frage, es waren irgendwie 30 Grad plus. Und ich hatte so kalte Hände, das war Wahnsinn. Also ich war wirklich geflasht vom Spiel und schade, dass es erst 2014 kommt. Ja. Deswegen, Dark Souls, Dying Light hat so beides ganz geile Vorzüge. Tiefe Narben hinterlassen. Ja, definitiv. Bevor du jetzt uns deinen Herzschmerz noch ein bisschen weiter aufschüttet, würde ich sagen, das war's auch schon wieder von dieser Ausgabe des Gamescom Specials von Playtimes. Und jetzt verabschieden wir uns mit ein bisschen Unfugbildern von Steffen, der war auch auf der Gamescom heute, ist ein bisschen rumgelaufen, hat Blödsinn gemacht. Das schaut euch jetzt noch an und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Macht es gut, bis dahin. Bis dahin. Euch muss ich einmal kurz stoppen. Ihr seid als Luigi verkleidet, weil... Nintendo das so gesagt hat. Und wir hören immer auf Nintendo. Ja, heute ist ja offizieller Luigi-Tag. Ja, eben. Ja, das wollte ich doch hören. Okay, weil es laufen ja auch Leute als Mario rum heute, ne? Also ich finde das ja schon ein bisschen unverschämt. Was sagt ihr dazu? Also Luigi ist sowieso schon mal cooler als Mario und an Luigi-Tag muss man dann natürlich als Luigi gehen. Aber wir suchen die ganze Zeit Mario, also... Ja, das wir laufen die ganze Zeit rum und sagen Mario, Mario. Was verleitet einen dazu, sich als Tentakel zu verkleiden? Ich liebe das Spiel einfach. Okay. Du genauso? Streben nach der Weltherrschaft. Aber man sieht dich ja kaum. Streben nach der Weltherrschaft. Ah, okay, alles klar. Aber einer für sich müsste der jetzt auch durch die Gegend hüpfen, ne? Wir können hüpfen. Wenn das authentisch rüberkommen soll? Wir können hüpfen. Alles klar. Dann hüpf mal los. Alexi, hallo. Wie gefällt dir die Gamescom? Ich habe noch leider nichts gesehen. Wurdest du von deinen Fans? Zumindest. Okay, dann anders gefragt. Was sind deine Favoriten? Was willst du dir angucken? Ich würde mir sehr gerne, ehrlich gesagt, nochmal... Oh, vieles. Also Sims unter anderem, Sims 4, Command & Conquer, Ender's Game, weil da ein schönes Laserspiel unten ist. Viele Kleinigkeiten, ganz viele Sachen. Und natürlich, klar, die großen Dinger, Xbox mal anschauen, die neue Playse mal anschauen. Ne? Genau. Die Pflichttermine halt. Ja, genau, genau. Aber so kleine Geheimtipps wie halt Sims 4 und sowas, das muss auch nochmal sein. Okay. Alles klar, vielen Dank. Was hast du für ein Kostüm an? Das ist kein Kostüm, das ist einfach ein Shirt aus Pokémon-Karten. Also bist du eine lebendige Pokémon-Kartensammlung? Quasi, ja. Was hat dich dazu inspiriert? Eine Freundin von mir, die hat ein Kleid daraus mal gemacht letztes Jahr und ich fand das einfach richtig geil und deshalb habe ich halt ein Shirt draus gemacht. Schick, sieht gut aus.